Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Minecraft-Tutorial. Heute zeige ich euch drei Möglichkeiten, um einen versteckten Raum in eurem Haus zu bauen. Und diese drei Möglichkeiten seht ihr jetzt hier, beziehungsweise ihr seht sie nicht, weil sie eben geheim und versteckt sind. Und ich würde sagen, wir fangen mal mit dem mittleren an, und zwar ist das der gute alte Trick mit dem Gemälde. Den dürften eigentlich schon viele kennen, allerdings ist das immer noch einer der besten Tricks, finde ich. Und zwar haben wir hier ein Gemälde, in das man reinspringen kann, weil dahinter sind nämlich offene Türen. Weil man kann nämlich ein Gemälde gegen diese Türen quasi platzieren, wenn sie so platziert sind. Und dann kann man sie einfach aufmachen und dann hat man quasi einen Durchgang. Und wenn man möchte, kann man eben im geheimen Raum quasi die Türen zumachen. Wenn man jetzt von außen versucht gegenzuspringen, kommt man eben nicht mehr rein. Das finde ich ist eine ziemlich coole Mechanik. Allerdings kennen das schon die meisten und auch wenn ich immer in fremde Häuser laufe, dann springe ich auch erstmal gegen die Gemälde. Und deswegen habe ich noch zwei andere Möglichkeiten. Und zwar zum einen diese hier. Das sieht aus wie ein ganz normaler Wandschrank quasi, wo man dann seine alte Lederrüstung quasi drin hat und nicht so wirklich spannend. Da kann man einfach, ja, ne, weiter suchen eigentlich. Allerdings versteckt sich hier drinnen tatsächlich noch mehr. Und zwar, wenn man reingeht und die Tür dann zumacht, dann kommt hinter der Tür eine weitere Tür, die jetzt schon offen war, aber die normalerweise so ist. Und dann dahinter ist die Diamantrüstung versteckt. Und das ist eben eine ziemlich coole Taktik, weil man hier quasi damit spielt, dass die Tür ja aufgeht und man ja nicht guckt, was hinter der Tür ist, sondern man denkt jetzt nur, aha, okay, hier ist jetzt die Lederrüstung und das war's eigentlich, mache ich mal die Tür wieder zu. Aber wenn man das Geheimnis weiß, kann man einfach reingehen, die Tür zumachen und kommt dann hier in den geheimen Gang oder eben in diesem Fall zur Diamantrüstung. Und die dritte Möglichkeit ist es einfach Pistons zu benutzen. Das ist eine Möglichkeit, die eben super versteckt ist und man eigentlich keine Chance hat drauf zu kommen, außer man weiß, wo der Schalter versteckt ist zum Beispiel. Und zwar haben wir hier, wie man sieht, sieht man nichts, aber hier ist dann eben eine geheime Pistentür und den Schalter würdet ihr jetzt irgendwo gut verstecken. Ich habe ihn jetzt einfach hier hingestellt und ja, dann legt ihr den Schalter um. Dann öffnet sich die Tür wie durch Magie quasi und dann könnt ihr in euren geheimen Raum gehen und da eure Sachen verstecken. Wenn ihr möchtet, könnt ihr den natürlich vielleicht sogar von drinnen wieder zumachen mit einem Schalter. Ich habe jetzt hier in diesem Fall nur außen ein. Und ich würde sagen, ich zeige euch jetzt, wie man diese drei Möglichkeiten baut. Dazu fliegen wir einmal irgendwo hin, wo ich es vorbereitet habe, hier vorne nämlich. Und ich würde sagen, wir fangen mit dem Gemälde an, das ist nämlich am einfachsten. Dafür braucht ihr Türen und ein Gemälde. Ich nehme jetzt aber mal diese Türen hier. Und Gemälde, die haben wir da. Und zwar macht ihr dafür einfach ein Loch in eure Mauer, macht dann dahinter eben euren geheimen Raum, den baue ich jetzt mal nicht aus, aber ihr könntet jetzt hier eben bauen, was auch immer ihr wolltet, eure Diamanten verstecken oder ein geheimes Schlafzimmer oder was auch immer. Und dann stellt ihr die Türen davor und jetzt könnt ihr nämlich, wenn ihr auf Shift drückt und sneakt quasi, könnt ihr da jetzt rechtsklick mit dem Bild dran machen und dann kommt da ein Bild hin. Und ja, das hält jetzt nämlich und geht nicht ab, weil normalerweise würde es ja wegfallen, wenn die Blöcke dahinter weg sind, ist jetzt hier aber nicht so, weil ja die Tür immer da ist. Und jetzt könnt ihr einfach die Türen aufmachen und wunderbar habt ihr diesen geheimen Gang. Ziemlich simpel und wie gesagt, finde ich ziemlich cool. Die nächste Möglichkeit war jetzt das mit der Tür quasi. Und zwar stellt ihr dafür einfach irgendwo eine Tür hin, wo eben dieser geheime Gang hin soll. Und macht dann so, dass die Tür eben nach links fällt, beziehungsweise in diese Richtung, wo dann auch die andere Tür sein wird. Und da unten mal noch diesen Block weg, so. Und dann könnt ihr hier, wie gesagt, einfach so einen kleinen Alibi-Raum quasi reinstellen, also stellt da irgendwas nicht so cooles rein oder irgendwie nur eine Kiste, wo nichts Spannendes drin ist. Und dann macht ihr hier hinter eben euren wirklichen Schatz, den ihr eben verstecken wollt. Das ist eigentlich auch eine ziemlich coole Idee. Ihr müsst nur eben darauf achten, dass die Tür, wenn sie aufgeht, die andere Tür verdeckt. Das ist wichtig. Würde ich die jetzt zum Beispiel auf die andere Seite stellen, dann wäre es nämlich so gewesen, dass man die Tür trotzdem sieht. Das wäre ein bisschen blöd. So. Oh, wie kriege ich das dann? Achso, dafür muss hier nämlich ein stabiler Block sein, glaube ich. Ne? Ah doch. Okay, irgendwie ein bisschen komisch mit der Tür. Naja, müsst ihr sonst ein bisschen ausprobieren, bis es funktioniert. Die dritte Möglichkeit war jetzt das mit den Pisten. Und zwar braucht ihr dafür Slime-Pisten, so das Sticky-Pisten. Einen Schalter, am besten noch eine Redstone-Fackel und Redstone-Dust. Dann braucht ihr einen Ort, wo ihr das machen wollt. Ich möchte das jetzt zum Beispiel mal hier machen. Dann nehmt ihr hier die Blöcke weg und baut dann dahinter. Machen wir jetzt hier erstmal eine Mauer hin und stellt da die Sticky-Pistons hin. Und davor kommt dann der Block, mit dem ihr quasi die Mauer normalerweise habt, damit es eben nicht so auffällig ist. Und am besten macht ihr jetzt einfach hier oben eine Redstone-Fackel hin, die würde nämlich beide gleichzeitig powern. Und dann könnt ihr hier den Schalter hinstellen an die Wand. Und wenn ihr jetzt den Schalter umlegt quasi, dann geht auch die Tür auf, beziehungsweise wenn ihr den Schalter normal habt, dann ist sie eben zu. Ihr würdet den natürlich normalerweise jetzt besser verstecken. Und dann würdet ihr es zum Beispiel so machen, dass ihr den Block hier hinstellt. So, da macht ihr dann die Redstone-Fackel ran, jetzt sind wieder beide gepowert. Und das Wichtige ist jetzt, dass ihr mit einem Signal in diesen Block reingeht. Wenn ich jetzt nämlich hier von irgendwo den Schalter kommen lasse, dann geht das nämlich auch auf, wie ihr es eben gewollt habt. Und jetzt könnt ihr eben den Schalter rein theoretisch überall hinbauen, zum Beispiel irgendwie auf die zweite Etage oder sowas. Mache ich jetzt mal, also stellt euch mal vor, hier oben ist dann der geheime Schalter. Und dann könnt ihr einfach das Signal runterlaufen lassen und wie gesagt, wichtig ist, dass dieses Signal in den Block geht, wo auch die Redstone-Fackel dran ist.
weil wenn jetzt ein Signal kommt, geht deswegen die Redstone-Fackel aus und öffnet damit die Tür. So, und jetzt hättet ihr quasi auf der zweiten Etage versteckt euren Schalter, könntet den umlegen und die Tür würde eben von unten aufgehen. So, das waren die drei Möglichkeiten, wie man sich einen coolen, einfachen, versteckten Raum in Minecraft bauen kann. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr könnt irgendwas Cooles vor euren Freunden verstecken. Wenn euch das Video bis hierhin geschaut habt, dann schreibt erstmal einen Hashtag versteckt in die Kommentare. Und ansonsten hoffe ich, wie gesagt, dass euch das Video gefallen hat. Bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao.